Servus Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Shishami. Heute wieder ein neues Review von mir. Review, nicht Review, weil viele denken immer Review, die sprechen immer an, warum sage ich Review? Digga, ich sage Review. Review. Egal. Heute stelle ich euch VIP vor. VIP ist von den Herstellern von Golden Pipe mit amerikanischen Aromen. Der Deckel sieht so aus. Da Ami-Flagge drauf. Schriftzug VIP. Genau. Dose sieht so aus. Wieder mit TPD2 Logos drauf. So, zum Beispiel. 200 Gramm kosten wie gewohnt 13,90 €. Ich will euch heute den Tanga Tango vorstellen. Soll angelehnt sein an Maridan, Tingle Tangle. Schnitt ist wie gewohnt braun, fein. Molasse ist super eingezogen. Ihr habt null überschüssige Molasse. Rauchen tue ich heute wieder mit meinem Kalebo El Seca Werkbund. Zwei Lagen Alu, Flavor Saver und vier halbe Black Kokos. Schlaue von Elmas Nargile aus Izmir. Genau. Kommen wir mal zum Geruch. Also geruchlich riecht der sehr interessant. Also jetzt mal vorab, ich habe den Tingle Tangle noch nie geraucht, ich habe den nicht bekommen, irgendwie war ausverkauft. Ja. Tingle Tangle, Tanga Tango riecht ziemlich säuerlich, so Zitrone schalenmäßig, Grapefruit und Maracuja. Also riecht sehr frisch, aber ist kein Menthol drin, kein Eis, keine Minze, gar nichts. So, kommen wir mal zum Rauch. Ich sage jetzt im Vorab, ich rauche heute im Overpacking und ich will da jetzt mal ein bisschen mehr auf Geschmack gehen. Ihr habt jetzt ein anderes Setup probiert. In andere Setups raucht der gut. Nur ich will jetzt mal richtig den Tabak schmecken. So. Rauch geht auch im Overpicking klar, wie ihr seht. Nur kommt halt in anderen Setups viel mehr Rauch raus. So. Mal weiter. Geschmacklich. Geschmacklich ist das Ganze sehr identisch wie mit dem Geruch. Beim Einzelnen habt ihr diese Zitrusfrüchte-Note im Mundraum. Also sehr lecker. Spritzig, säuerlich und im Abgang diese Maracuja-Note. Ist eher so ein spritziger, säuerlicher Tabak und geschmacklich hält der, sagen wir mal, ziemlich lang intensiv, aber danach flacht er auch ziemlich schnell ab. Also ich setze nicht so, dass bis zum Ende voll im Geschmack immer da ist, sondern nach so 35, 40 Minuten flacht der Geschmack ziemlich ab, damit er ziemlich durchsichtig leider. Das könnten die Jungs von VIP oder halt Golden Pipe verbessern. Ansonsten eine Geschmacksnote, jetzt an dem hier ist nichts auszusetzen. Ich habe den M&M gehabt, der war leider nicht so mein Fall, hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Und was mir noch stört an dem VIP ist, wenn ich Kohlen drauf habe, egal ob mit Smokebox, egal mit Kamin, egal Overpacking, entfaltet sich so ein unangenehmer, komischer, säuerlicher Geruch im Raum, was mich leider stört. Ich weiß nicht, an was es liegt. Vielleicht an den Aromen jetzt. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Abgesehen davon ist der Tabak ziemlich lecker. Und ich habe jetzt auch nicht viel dazu zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Peace.